Okay, we are on the air. Also, wir sind auf Sendung. Welcome. It's wonderful to see some people I recognize in the participants. Willkommen. Es ist schön, einige Leute unter den Teilnehmenden zu sehen, die ich schon kenne. For those who don't know me, I'm Steve Wells. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Steve Wells. And I'm from Australia. I tell people that I trained in psychology, but I have fully recovered. Ich komme aus Australien. Ich sage den Leuten, ich bin in Psychologie ausgebildet worden, aber ich habe mich vollständig erholt. And joining me here, our translator, Detlev Tesch. Wer uns hier noch begleitet, ist der Übersetzer, Detlev Tesch. Hi. I want to say a big thank you for you up front. Ein herzliches Dank an ihn schon mal vorab. And also Christine Natter, who helps to organize and promote my workshops in Germany. Und auch Christine Natter, die hilft, meine Workshops in Deutschland zu organisieren. Okay, so what I'm going to do is to share my screen and give you some information. Ich werde jetzt gleich meinen Bildschirm teilen und euch einige Informationen geben. And then what I'd like to do is to demonstrate and use the techniques to show you the intention tapping. Und danach würde ich gerne Demonstrationen machen und euch das Intention Tapping vorführen. And if you would like to volunteer for some coaching during this session, you will need your microphone and camera. Wer sich nachher melden will als Freiwilliger für eine Demo, braucht dann einsatzfähig Kamera und Mikrofon. And if you would type that into the chat that you are interested, then maybe Christine will notice and let me know after we do the information. Und wenn ihr euch melden wollt, tippt das bitte in den Kommentar und Christine wird mir hinterher dann die Information geben. Okay, so I share my screen. Ich teile jetzt den Bildschirm. And this is our webinar. Und dies ist unser Webinar. I want to show you the potential for using this new intention tapping technique. Ich will euch die Möglichkeiten aufzeigen, die darin liegen, diese neue Intention-Tapping, Intention-Tapping-Technik zu benutzen. To help you to release the stress and anxiety associated with the coronavirus. Um den Stress und die Ängste, die um diesen Coronavirus herum grassieren, zu reduzieren. Well, technically the coronavirus 19. Korrekt heißt es der Coronavirus 19. So, of course, with all webinars, we have to have the disclaimer. Natürlich müssen wir bei allen Webinaren so einen Haftungsausschuss, einen Disclaimer haben. Apologies for the amount of words. Entschuldigung, dass es so viele Wörter geworden sind. There are many more words in German than there were in English. Es sind im Deutschen sehr viel mehr Wörter geworden als im Englischen. But the key is to acknowledge that this is an information webinar. Wichtig ist eben festzuhalten, dass das ein Webinar zur Information ist. It is not medical advice. Es handelt sich nicht um medizinische Ratschläge. The specific technique of intention tapping is still considered an experimental technique. Dieses Intention Tapping wird immer noch als eine experimentelle Methode angeschaut. And even though tapping has in several forms had a lot of research conducted. Und auch wenn zum Tapping, zum Klopfen sehr viel Forschung gegeben hat. Because this variation is very new, there is no guarantees that it will work in a particular way. Gibt es keinerlei Garantien dafür, dass diese neue Technik in irgendeiner ganz spezifischen Situation wirklich zum Erfolg führt. Therefore, you must take responsibility for your own use of the techniques. Darum müsst ihr die Verantwortung für eure Anwendung der Technik übernehmen. And consult with your medical doctor and or therapist. Und auch eure Ärzte und oder Therapeuten befragen. Especially if you are dealing with physical health issues or mental health issues. Insbesondere wenn ihr mit körperlichen oder geistigen Gesundheitsthemen zu tun habt. Okay, so the process of tapping involves stimulating acupressure points, some of which are on the face and hands.
Ja, das Klopfen hat zu tun auch mit dem Klopfen auf Akupressurpunkte, von denen sich einige im Gesicht oder auf den Händen befinden. If you are going to do this, you should make sure that your hands are clean. Wenn ihr das tun wollt, solltet ihr sicherstellen, dass eure Hände sauber sind. Of course, if you are in your home and your home is sanitized or your office is sanitized, this shouldn't be a problem. Natürlich, wenn ihr zu Hause oder in eurem eigenen Büro seid und das gut gereinigt ist, dann sollte es kein Problem sein. But tapping does not replace medical care. Aber das Klopfen ersetzt keine medizinische Versorgung. And if you are ill, follow your local guidelines to contact medical professionals. Und wenn ihr euch krank fühlt, dann befolgt eben die entsprechenden Richtlinien und wendet euch an medizinisches Fachpersonal. Okay, now the formalities are finished. So, jetzt sind wir durch mit den Formalitäten. We can focus on what we're here for. Und dann können wir uns auf das konzentrieren, wofür wir jetzt hier sind. And that is to give you some techniques and strategies to release anxiety and stress. Und es geht darum, euch einige Techniken zu vermitteln, mit denen ihr Ängste und Stress loslassen könnt. So you can feel better, think more clearly and make a plan to take action that works for you. Damit ihr euch besser fühlen könnt, damit ihr klarer denken könnt und damit ihr einen Plan erstellen könnt, der für euch funktioniert. Of course, it helps if this is relevant to you. So I want to ask you how the COVID-19 is affecting you. Es ist natürlich wichtig, wie eure eigene Betroffenheit da ist. Und darum frage ich euch, wie hat das COVID-19 euch betroffen? And if you could type that into the chat. Und schreibt ihr das bitte in den Chat. And just let us know. Und lasst uns wissen. And maybe I will stop sharing my screen for now. Und ich nehme mal die Bildschirmübertragung weg. And we can see what people have to say. Dann sehen wir, was die Leute zu sagen haben. And so far nothing. So weit gar nichts. But that's okay, because some people do not type fast. Ja, es ist auch in Ordnung, denn manche Leute tippen ja auch nicht so schnell. Ah, so Kirsten has... Kerstin? You're going to need to translate for me, please. And both ways, because the people who get the recording won't see the chat. Yeah, I don't see the chat either, actually. Okay, I can see it, actually. Steve, if you want me to say it, I can do it. Sure. So Kerstin is saying she has, like, she feels unsettled and she can't put her plans into practice. And can you write that in German as well? Because the people who... Okay. So, innere Unruhe und keine Pläne umsetzen. Yes. And then we have isolation from my team and working almost solely on my own due to home office. So, in German, sie fühlt sich von ihrem Team isoliert und arbeitet die meiste Zeit einfach selbst allein in ihrem Home, also im Home Office. And then we have another one who says more work, also mehr Arbeit zurzeit. Ah, yes. And yeah, that's it so far. Okay. So, yes, we all have had... More. Oh, yes, good. Mm-hmm. Yeah, general sense of uncertainty due to lack of being able to plan. Also... fühlt sich auch generell unsicher, einfach weil es im Moment so schwierig ist zu planen. Okay, so thank you for those people that have been able to write in the chat for us. Danke an diejenigen, die ihre Meldung in den Chat geschrieben haben. Whatever it is for you, whatever effect this is having. Was immer das für dich sein mag, welche Wirkung auch immer das auf dich haben mag. The biggest problem of that, if you think about it, is how that makes you feel. Wenn wir darüber nachdenken, ist das größte Problem das, wie du dich deswegen fühlst. Now, of course, we are all dealing with, we're all facing the same problem in some ways. Natürlich haben wir in gewisser Weise alle dasselbe Problem. Because we are all in this together. Weil wir alle in derselben Situation stecken. But there are some people who are more in the front line and people who are not in the front line. Und dann gibt es aber einige, die mehr an der Front sind und einige, die weniger an der Front sind.
So of course there are people who are dealing with some very significant loss. Und da gibt's natürlich Leute, die mit schwerwiegenden Verlusten zu tun haben. And there are others for whom there's not much disruption at all. Und dann gibt's andere, für die das gar nicht viel Unterschied ist, gar nicht viel Unterbrechung. In my coaching groups I have some people who are devastated and some people who are very happy. In meinen Coaching-Gruppen habe ich Leute, die sind, manche davon sind völlig niedergeschlagen, andere sind sehr fröhlich. But if you are having problems, wenn du aber Probleme hast, I believe the biggest problem is how this situation makes you feel. Dann liegt das größte Problem meines Erachtens darin, welche Gefühle das in dir verursacht. And if you can manage those feelings, you can manage the situation. Und wenn du diese Gefühle in den Griff kriegst, kriegst du auch die Situation besser in den Griff. And one of the biggest problems is that many people are overwhelmed with stress and anxiety. Und eine Schwierigkeit ist, dass viele Leute völlig überfordert sind mit Stress und Ängsten. Some people are dealing with very much loss of energy and low motivation. Viele haben zu kämpfen mit Verlust an Energie und mit niedriger Motivation. And of course people are dealing with grief and loss. Und natürlich gibt es Leute, die mit Verlust und mit Trauer zu tun haben. So the tapping and particularly the intention tapping, und das Klopfen, das Tapping, insbesondere das Intention Tapping, will give you some ways to manage these feelings. Es gibt euch einige Möglichkeiten, mit diesen Gefühlen konstruktiv umgehen zu können. So let me return to my slides. Dann gehen wir zurück zur Präsentation. And the particular type of tapping I'm going to be showing you, the tapping that we use, we call simple energy techniques. Und die Tapping-Technik, die wir hier benutzen werden, heißt simple energy techniques, einfache Energietechniken. This is an approach that I developed together with Dr. David Lake. Das ist ein Ansatz, den ich zusammen mit Dr. David Lake entwickelt habe. It was evolved from earlier tapping approaches, emotional freedom techniques and thought-filled therapy. Es hat sich entwickelt aus oder wurde entwickelt heraus aus den früheren Tapping-Möglichkeiten oder Techniken EFT und thought-filled therapy, die Gedankenfeldtherapie. And it's a simpler version of tapping. Und es ist eine einfachere Version des Tappings, des Klopfens. For those who are new to this technique, these are all acupressure points, the same points that are used in acupressure and acupuncture. Für diejenigen, für die das noch neu ist, es handelt sich hier um Akupressurpunkte, also die gleichen Punkte, die in Akupunktur, Akupressur benutzt werden. And of course, this is a simple form of tapping that we use that we also combine with this intention process that I'm going to show you. Und das ist eine einfache Version des Klopfens, des Tappings, und das verbinden wir mit den Intentionen. And when we combine this simple acupressure or acupoint tapping with the intention process, I call it intention tapping. Und wenn wir dieses Klopfen auf die Akupunkte, Akupressurpunkte verbinden mit dem Intentionsprozess, dann nenne ich das intention tapping, also das Intentionsklopfen. My friend and colleague, Dr. David Lake, we learned this process of tapping on these points from the original version that we learned was EFT by Gary Craig. Das, was Dr. David Lake und ich zusammen ursprünglich gelernt haben, war das EFT von Gary Craig. And on the screen, you see David working with Gary on his lifelong public speaking phobia. Und hier auf dem Bild seht ihr David, wie er mit Gary Craig arbeitet, und zwar an seiner schon lebenslang gehabten Angst vor dem Sprechen vor Gruppen. And in this session, which was conducted back in February 1998. Und in dieser Sitzung, die im Februar 1998. Me and numbers. A long time ago. Yeah. My friend overcame his public speaking phobia. Und in dieser Sitzung hat mein Freund diese Angst vor dem öffentlichen Sprechen überwunden. And it wasn't much later that he was presenting all over the world with me. Und nicht viel später hat er dann überall auf der Welt zusammen mit mir Präsentationen gehalten, Seminare gegeben. And we used EFT for many years. Wir haben viele Jahre das EFT benutzt. And then we simplified the process and created SET, Simple Energy Techniques.
Und dann haben wir diesen Vorgang, diesen Prozess, dieses Verfahren vereinfacht und Simple Energy Techniques entwickelt. Just very quickly for those who are new to this, I want to talk about research. Für diejenigen, für die das neu ist, ein kurzer Exkurs in das Thema Forschung. When you study areas of science or psychology, you start at the bottom with anecdotes and you get up to the highest level of research. Wenn man ein Feld wissenschaftlich untersucht, dann geht es auf der niedrigsten Ebene los mit Einzelberichten und arbeitet sich dann hoch bis in die höchsten Ebenen der Forschung. An anecdote is when somebody says, my mother drank some coconut oil and got over her Alzheimer's. Ein Einzelbericht ist zum Beispiel, wenn jemand sagt, okay, meine Mutter hat Kokosöl zu sich genommen und hat ihre Alzheimer-Krankheit überwunden. So you should give it to your mother as well. Also solltest du das deiner Mutter auch geben. But of course this is not really research. Das ist natürlich nicht wirklich wissenschaftliche Forschung. It's only when we do studies of large numbers of people that we can call it research. Erst wenn wir Forschung mit einer großen Anzahl von Menschen betrieben haben, dann können wir anfangen, das Forschung zu nennen. And the best studies are what they call randomized control trials, where they randomly put people into the groups. Ja, und die beste, die am meisten anerkannte Form der Forschung sind die randomisierten und placebo-kontrollierten Studien. This is considered the gold standard. Das nennt man den Goldstandard. And if you have enough good quality studies, you can do a meta-analysis where you study all of the studies that have been done. Wenn man genügend Studien guter Qualität hat, kann man eine sogenannte Metastudie, eine Meta-Analyse machen, indem man diese Studien wiederum auswertet. Well, Tapping has had well over 100 randomized control trials. Das Klopfen gibt es über 100 randomisierte, kontrollierte Studien. Actually, I might be not accurate. It has had over 100 studies. Na, das mag vielleicht jetzt nicht ganz korrekt gewesen sein. Es gibt über 100 Studien. And over 50 of which are randomized controlled trials. Und mehr als 50 davon sind randomisierte, kontrollierte Studien. And at least 4 meta-analyses. Und es gibt mindestens 4 Metastudien, Meta-Analysen. For those who want to look at the research, diejenigen, die sich gerne die Forschung anschauen wollen, David Feinstein has a review article in the journal Explore. Oops, excuse me. Von David Feinstein gibt es eine Studie, einen Artikel in der Zeitschrift Explore. Of more than 100 peer-reviewed studies. Und er betrachtet dort über 100 von Fachleuten verifizierte Studien. And 51 randomized control trials done at that time. Und zu dem Zeitpunkt 51 randomisierte, kontrollierte Studien. Showing beneficial outcomes in treating anxiety, depression, PTSD, post-traumatic stress disorder and other conditions. Und diese Studien zeigen eine günstige Auswirkung auf Dinge wie Angst, Depression, posttraumatische Stressstörung und möglicherweise viele andere Störungen. Now there is much more if you want to look for research. Wenn ihr mehr zur Forschung wissen wollt, es gibt noch mehr, könnt ihr finden. And for example, the Association for Comprehensive Energy Psychology has a summary of research on their website. Ja, auf der Webseite der ACEP, ASAP, gibt es eine Liste von Forschungsartikeln. But this webinar, I want to be practical. Hier in diesem Webinar wollen wir allerdings sehr praktisch sein. So let me just give you some tapping basics. Ein paar Grundlagen des Klopfens. We do tapping normally with 2 fingers of the dominant hand. Üblicherweise klopfen wir mit 2 Fingern der dominanten Hand. You tap in any order on either side of the body. Man klopft in beliebiger Reihenfolge auf beiden Seiten des Körpers. On some specific points which I will show you. Und einige besondere Punkte, die ich euch zeigen werde. In the SET, we allow you to follow whatever you're aware of. Im SET erlauben wir euch, mit dem zu gehen, was immer euch bewusst ist. Whether it be thoughts or feelings or body sensations.
Ganz gleich, ob Gedanken oder Gefühle oder Empfindungen im Körper. There are some differences, of course, with EFT, if you are familiar with that approach. Es gibt natürlich zum EFT einige Unterschiede, insbesondere für den Fall, dass ihr euch mit der Methode schon auskennt. In this approach, you can tap in a focused way and you can also tap in an indirect way by just tapping. Hier kann man mit einem Fokus auf ein Thema arbeiten oder auch indirekt, indem man einfach nur klopft. And we like to combine this with a mindful approach. Und wir kombinieren das gerne mit einem Ansatz von Achtsamkeit. Based on acceptance. Basierend auf Annahme, Akzeptanz. So we just notice whatever our thoughts or our feelings are. Wir stellen also fest, was immer unsere Gedanken oder Empfindungen, Gefühle sind. We add the tapping to their presence. Wir geben das Klopfen dazu, zu deren Präsenz. We accept and allow what is happening and we allow it to move and process however it does. Wir lassen zu, dass sich, also wir akzeptieren, dass es da ist und wir lassen zu, dass es sich verändert, in welcher Art und Weise, dem auch immer gerade gemäß ist. And we follow as it moves through different thoughts and different feelings. Und wir gehen mit, wir folgen dem, während es sich durch verschiedene Gedanken und oder Gefühle hindurch bewegt. We find that the more tapping you do, the better the results you get. Und wir haben herausgefunden, dass je mehr man klopft, die Ergebnisse umso besser werden. And if you tap every day, you can tune and tone your energy such that your anxiety and stress comes down and your confidence comes up. Und wenn man täglich klopft, haben wir festgestellt, kann man den Energiekörper so richten, dass Angst und Stress immer weniger werden. We also do tapping on the fingertips. Wir klopfen auch auf die Fingerspitzen. Using the thumb of the same hand. Und zwar benutzen wir den Daumen derselben Hand. And so you can let the thumb tap on the side of each finger in turn. Und so kann man nacheinander den Daumen auf alle der Finger auf alle Finger klopfen lassen. Might just stop sharing here and just we can walk people through the process. Ich gehe hier jetzt mal mit euch den Prozess durch. So the beginning point usually is the start of the eyebrow. Der Anfangspunkt ist meistens am Anfang der Augenbraue. And you tap it hard enough to feel, but not hard enough to hurt. Und man klopft fest genug, damit man es spürt, aber nicht fest genug, damit es weh tut. And then at the edge of the temple, the side of the eye. Und dann seitlich des Auges, so etwa bei der Schläfe. Under the eye and the top of the cheek. Unter dem Auge, oben auf der Wange. Under the nose, in the hollow, in the midline. Unter der Nase, dann in der kleinen Furche. Under the lip, in the hollow, in the midline. Dann unter der Lippe, zwischen Lippe und Kinn. Under the head of the collarbone, just close into the center of the chest. Dann unter dem Kopf des Schlüsselbeins, ein bisschen in der, also nahezu in der Mitte der Brust. Under the arm, about level with the middle of the bra band for ladies. Unterm Arm, etwa da, wo der BH, wie nennt sich das, der BH da entlang läuft. Or for most men, level with the nipple on the side of the body. Für die meisten Männer etwa auf der Höhe der Brustwarze, eben seitlich am Körper. An Australian man said to me, I don't have a nipple on the side of my body. Und ein Australier hat mir mal gesagt, ich habe seitlich am Körper keine Brustwarze. So I said, it's okay, you can just do it level with the one on the front. Und dann habe ich gesagt, okay, es ist in Ordnung, du kannst das einfach auf der Höhe von der Brustwarze vorne machen. And then you can tap on some points on the thumb and side of the fingers. Und dann gibt es eben Punkte seitlich am Daumen und den Fingern. At the side of the thumb, level with the base of the thumbnail. Beim Daumen auf der Höhe des unteren Randes des Daumennagels. The side of the index finger. Dann an der Seite des Zeigefingers. Side of the middle finger. An der Seite des Mittelfingers. Side of the ring finger. An der Seite des Ringfingers. Side of the little finger. An der Seite des kleinen Fingers. And the bottom of the side of the hand. Und dann hier am Handballen, an der Seite. And once you know this process, you can tap in any order as many times as you like. Und wenn man diesen Prozess, diese Punkte einmal kennt, kann man in beliebiger Reihenfolge klopfen, so häufig, wie man will.
And if you know the tapping, or you think that you can remember at least some of these points, wenn man das diese Punkte kennt oder zumindest einige dieser Punkte kennt, then start tapping. Dann fangt an zu klopfen. Because just tapping on these points can be beneficial for your nervous system. Denn einfach nur diese Punkte zu klopfen kann schon sehr hilfreich, sehr nützlich für das Nervensystem sein. There is also evidence that tapping can reduce cortisol, which is a stress chemical in the brain. Und es gibt auch Hinweise darauf, dass das Klopfen des Cortisol, also eines der Stresshormone im Körper, reduziert. And even if you only use some of the points, you can get a benefit from this. Und selbst wenn man nur einige der Punkte benutzt, gibt es schon nützliche Auswirkungen. So I'm going to show you how to combine the tapping with an intention-based energy process. Und ich zeige euch jetzt, wie man das Klopfen mit einem intentionsbasierten Energieprozess kombiniert. This is a process I discovered. Das ist ein Prozess, den ich entdeckt habe. Which uses specific intentions which act as commands to the unconscious mind. Er benutzt spezifische Kommandos für den unterbewussten Geist. And the process helps you to release the emotional attachments that are upsetting you. Und das hilft, emotionale Bindungen zu lösen, die dich beunruhigen. Changes the feelings in the body and restores your body energy to balance and flow. Es ändert das Gefühl im Körper und hilft der Energie ins Gleichgewicht, ins Fließen zu kommen. And helps you to get back in contact with your resources. Und hilft dir, wieder in Verbindung mit deinen inneren Ressourcen zu kommen. The key discovery came from a realization from Byron Katie's process. Der Kerngedanke kommt von einer Erkenntnis aus dem Prozess von Byron Katie. In her book Loving What Is, she has a statement. In ihrem Buch Lieben was ist hat sie die Aussage. She says a thought is harmless unless we believe it. Sie sagt, ein Gedanke ist harmlos, es sei denn wir glauben an ihn. It's not our thoughts, it's the attachments to the thought that causes suffering. Es sind nämlich nicht unsere Gedanken, sondern unsere Bindung an die Gedanken, die das Leid verursachen. And I realize it's the emotional attachments that upset us. Und ich habe mir eben klar geworden, dass es die emotionalen Anhaftungen sind, die das Leiden machen. Excuse me. If you have a thought that's upsetting you, wenn du einen Gedanken hast, der dich beunruhigt, when you release your emotional attachments to that thought, you can think the same thought and it doesn't upset you. Wenn du deine emotionale Anhaftung, die emotionale Bindung dazu loslässt, dann kannst du den Gedanken denken, ohne dass er dich beunruhigt. And of course, the simple process of tapping using EFT or SET does this. Und natürlich erledigt sich das durch den einfachen Prozess von SET oder EFT. What I discovered is you can also use pure intention. Ich habe herausgefunden, dass man auch reine Intention verwenden kann. And when I was very upset one day, I made this discovery because I was trying to help myself. Und das habe ich entdeckt, als ich eines Tages mal sehr beunruhigt war und mir selbst helfen wollte. And when I had this realization that it was the attachments and the thought came to me that I could use intention. Und ich erkannte eben, dass die Emotion das Problem war und dass ich die Intention benutzen konnte. I formed a simple intention to release the emotional attachments to my problem. Und da habe ich die einfache Intention formuliert, dass ich die Emotionen, die damit verbunden sind, einfach loslasse. And I felt an instant shift. Und es hat sich für mich sofort etwas verändert. As big as the biggest shifts I had had just from using tapping. So groß wie die größten Veränderungen, die ich durch das Klopfen überhaupt erlebt hatte. I also then started to become aware of feelings in my body that were connected to the problem. Und dann habe ich festgestellt, dass es auch Empfindungen in meinem Körper gab, die mit diesem Problem in Verbindung standen. And I realized that when we have a problem, we also have a disturbance in energy flow. Und da wurde mir klar, dass wenn wir so ein Problem haben, wir auch eine Störung im Energiefluss haben.
So again, I tried using a process of intention to restore the energy flow. Dann habe ich wieder diesen Intentionsprozess angewendet, um den Energiefluss wiederherzustellen. And the simple intention caused my breathing to open up and release the disturbance in my chest. Und diese einfache Intention hat mein Atmen befreit und die Spannung in meinem Brustkorb gelöst. And what I have discovered since is that these specific intentions are very powerful. Und ich habe inzwischen herausgefunden, dass diese spezifischen Intentionen sehr kraftvoll sind. And these are the three main ones that I use now. Und hier sind die drei Hauptintentionen, die ich jetzt benutze. There are around a dozen or so variations. Es gibt so etwa ein Dutzend Variationen davon. And some other processes that I use that are a little more advanced. Und es gibt auch ein paar Prozesse, die ein bisschen fortgeschrittener sind in der Anwendung. But if you will take these simple intention statements and apply them. Wenn ihr diese einfachen Intentionserklärungen hernehmt und sie anwendet, I think you will be very surprised what they can do. Glaube ich, dass ihr sehr überrascht sein werdet, was die erreichen können. The first is about releasing emotional attachments. Beim ersten geht es darum, emotionale Anhaftungen loszulassen. And it's simply, I release all my emotional attachments to. Und heißt einfach, ich löse alle meine emotionalen Anhaftungen an. This problem, this event, this image, this belief, this thought. An dieses Problem oder Ereignis, Bild, Glaube oder Gedanke. Whatever it is that's upsetting you. Was immer es auch ist, was dich da beunruhigt oder stresst. And then there are two statements about restoring flow and balance. Und dann gibt es zwei Aussagen hinsichtlich des Wiederherstellens, Erneuerns des Energieflusses und des Gleichgewichts. I restore the right energy balance, the right energy flow to the body area that is disturbed. Ich stelle den richtigen Energiefluss zu dem entsprechenden Körperbereich wieder her. And I restore the right energy balance to whatever area is disturbed. Und ich stelle das richtige Energiegleichgewicht im entsprechenden Körperbereich wieder her. And sometimes I combine these statements together. I restore the right energy flow and balance. Und manchmal kombiniere ich die beiden. Ich erneuere den richtigen Energiefluss und das richtige Energiegleichgewicht. Now this process is very different to what many people have thought of intentions before this. Und das ist sehr anders als das, was viele Leute sich unter Intentionen früher vorgestellt haben. And I would love to show you this process. Das würde ich euch gerne zeigen. So I'm hoping that we are going to have a volunteer. Und also hoffe ich, dass wir einen oder eine Freiwillige haben. Otherwise, I'll have to do it with Detlev or Christine. Sonst muss ich das mit Detlev oder Christine machen. And they've had enough of me. Und die haben schon genug von mir abgekriegt. Maybe. Vielleicht. But if we have someone who would be willing to do some work. Wenn aber jemand bereit wäre, ein bisschen zu arbeiten. Especially if you are very new to this process. Insbesondere, wenn dies sehr neu für dich ist. Please let us know by typing in the chat and then we can bring you on. Lass uns das bitte wissen, indem du es in den Chat schreibst und dann können wir dich hier dazu schalten. And of course, if we don't have someone who is very new, who is willing to walk the plank. Wenn wir niemanden Neues haben, der oder die bereit ist, hier sich zur Verfügung zu stellen. I know that there are some people here who are familiar with the process who could always do some more work. Es gibt hier einige Leute, die mit den Prozessen bekannt sind, denen die das schon kennen, die aber auch immer noch ein bisschen mehr Arbeit tun könnten. All right, well, we're still waiting. Okay, we Kerstin, have. Mm-hmm. Yeah. Are you seeing Detlef? It was a very brief little banner, just for a few seconds. So Kerstin is saying if there's no one else, she would do it. Kerstin Wagetin. Okay. But first, others who don't know the process yet. Sure. Okay. Well, we can give them a minute more. And also, if someone has a question about the process, I can answer that.
Okay, wir geben noch eine Minute für freiwillige Meldungen. Ich kann aber auch gerne Fragen beantworten, wenn sie in den Chat geschrieben werden. Because, and I can, of course, I can answer some questions that are very common. Ich kann natürlich auch einige sehr allgemeine oder sehr verbreitete Fragen beantworten. Many people, when they see the intention statements, they don't seem any different to an affirmation. Für viele Leute scheinen diese Intentionsformulierungen keinen großen Unterschied zu haben zu Affirmationen. But the key that seems to make these statements work particularly well is that they are not about creating attachments, they're about releasing attachments. Was hier anscheinend den großen Unterschied macht, ist, dass diese Formulierungen nicht dafür da sind, Anhaftungen zu erzeugen, sondern sie loszulassen. And they work very well combined with the tapping. Und die arbeiten sehr gut in Verbindung mit dem Tapping. Okay, so it looks like Kirsten is our volunteer. So wie es ausschaut, ist Kerstin unsere Freiwillige. So, by the way, I want to thank Kirsten, who at the very last minute translated the slides for me. Ich danke Kerstin sehr, sehr herzlich, die in letzter Minute noch die Folien für mich übersetzt hat. I sent them at the last minute and she had just woken up and she did it very quickly. Ich hatte sie ihr in letzter Minute geschickt und sie war gerade erst aufgewacht und hat es ganz schnell hingekriegt. Maybe she will want to do some work on releasing her attachments to always helping people. Vielleicht mag sie daran arbeiten, an ihrer Anhaftung daran, immer den Leuten zu helfen. Can you translate what Kirsten's writing there, Christine? Yeah, she says, oh my God, oh Schreck, ich habe Angst. I'm afraid, laughing out loud. Yes, exactly. Okay. And she's writing, I have 4 children. Ich habe 4 Kinder. Mm-hmm. And comma. But nothing that's yet. About helping, yes. So nothing is making her scared. Okay. So I'm gonna promote Kirsten to panelist. And ich schalte jetzt Kirsten zum Panel dazu. She should be able to join us. Sie sollte jetzt in der Lage sein, uns zu uns zu kommen. Ah, hello. Hi. Nice to see you. Hi, Steve. Hi, Christine. Hi, Detlef. Hi, Kerstin. Thank you for being my guinea pig. Danke, dass du mein Versuchskaninchen bist. This is not the first time for you. Das ist für dich nicht das erste Mal, gell? Because you were a guinea pig many years ago in a workshop with David Lake and myself. Du warst doch vor vielen Jahren schon mal in einem Workshop mit David und mir ein Versuchskaninchen. And you have been since. Ja, ja. Und immer seitdem immer ja, ja. Wieder mal. Ja, ja, aber nicht so oft. Aber nicht so Why oft. Not so often. But I think we can take the credit for introducing you to tapping. Aber ich glaube, wir können es uns auf die Fahne schreiben, dass wir dich mit dem Klopfen in Verbindung gebracht haben. Ja. Yes. Yes. For me personally, there's a very big difference in the time in my life before I learned tapping and the time in my life after. Für mich gibt es einen großen Unterschied in dem Leben vor dem Tapping und dem Leben nach dem oder seit dem Tapping. Ja, das stimmt. Das ist doch für jeden, der das jemals versucht hat. Yeah, that's right. That's right for everyone who ever tried it. Hmm. Well, not everyone. Ja, nicht jeder. Also, ich habe meine Kinder schon dahin gepusht, dass sie klopfen. I did push my kids to tapping. Yeah, yeah. Anyway, yes, it's astonishing that it works for most people. Ja, es ist schon erstaunlich, dass es für die meisten Leute tatsächlich funktioniert. So, for the sake of the demonstration, I would like to focus on an issue that you have, especially related to the COVID-19. Für diese Demo hätte ich gerne, dass du dich auf ein Thema fokussierst, insbesondere wenn es mit COVID-19 zu tun hat. Ja, ich habe diese innere Unruhe, dass ich das, was ich gerne machen möchte, gar nicht umsetze und total müde werde.
I have this inner restlessness that I can't do what I want to do and I get tired. Okay. Ich schlafe manchmal 12 Stunden. I sometimes sleep for 12 hours. Wow. So the first, also das Nichtstun macht müde, ne? Doing nothing is very tiring. Yes. But you're not doing nothing. Aber du tust nicht nichts. So the first step is to start tapping. Der erste Schritt ist anzufangen zu klopfen. And what I found is that even people who are experts in tapping. Ich habe herausgefunden, dass sogar Klopfexperten have had some problems with the COVID-19. Einige Probleme mit diesem COVID-19 gehabt haben. And the first solution to those problems is to start using the tapping. Und die erste Lösung dafür ist, mit dem Klopfen anzufangen. And even if you are using it, to use it some more. Und selbst wenn ihr es verwendet, es noch mehr zu verwenden. Because if this is your stress and anxiety, wenn das so euer Stress- und Ängstlichkeitslevel ist, and this is your confidence and optimism and good life energy, und das ist die Zutrauen, Vertrauen und positive Energie, most people are a bit out of balance because of the amount of stress and anxiety in the world at the moment. Ja, ist das bei vielen Leuten aus dem Gleichgewicht aufgrund des vielen Stresses in der Welt. And even the simple tapping will start to shift this. Und schon einfaches Klopfen wird anfangen, das zu verändern, dieses Gleichgewicht zu verändern. But of course we also want to focus on the specific things that are triggering for you. Und wir wollen aber uns auch auf das fokussieren, was spezifisch dich triggert, antriggert. So what is the biggest problem that causes you? Was ist denn das größte Problem, das für dich verursacht? Vielleicht, dass ich gar kein Problem habe. Maybe that I don't have a problem at all. Mm-hmm. Also wir haben weder Symptome. We have no symptoms. Ja. Ich kenne keinen in meinem sozialen Umfeld oder in meinem kleinen Dorf, der irgendwie betroffen ist. I don't know anyone in my social circle, in our small village, who is affected. Mhm. Mein Leben ist nicht viel anders als vorher. My life isn't all that different from before. Mhm. Außer beim Einkaufen. Except for shopping. Mm-hmm. Ein bisschen anstehen und Masken tragen. Yeah, some queuing and wearing masks. Hmm. Und dass Nudeln und Klopapier fehlen. There's not enough pasta and toilet paper. Yes. This yeah. causes stress. Yeah. Das yeah. verursacht Stress. But also you have mirror neurons. Mm-hmm. Außerdem hat man Spiegelneuronen. And yeah. even when you are seeing other people experiencing stress. Und schon wenn man andere Leute sieht, die im Stress sind, you can pick that stress up. Kann einen das beeinflussen. So let's do some tapping and let's see what happens. Lass uns ein bisschen klopfen und schauen, was passiert. Ja. Das, was mir noch einfällt, ist der erste Stress, den ich überhaupt hatte mit diesem COVID-19. And just remember the first stress I had at all with this COVID-19. Dass ich in dem Einkaufsladen that in the shop echt keine Nudeln und kein Klopapier war. There really were no pasta and no toilet paper. Mm-hmm. Okay. Und das war zum ersten Mal, ich habe noch nie diese Erfahrung gemacht. It was the very first time I never had that experience. Mm-hmm. Und eben andere Menschen um mich herum auch nicht. And other people around me hadn't either. Yes. Und das triggerte viele Ereignisse aus der Geschichte. And that triggered a lot of experiences from history. Yes. Vom Krieg, Armut, War, Mangel, poverty, lack. Und auch Aggressionen. Also aggression. Und dieser Herdentrieb. Yeah, and this herd mentality. Ja, wenn einer okay. das macht, müssen alle dem folgen.
If one does it, everybody has to follow. So let's das start. As you do this, I feel some different feelings coming up. Ja. Während du das so erzählst, scheinen mir verschiedene Gefühle hochzukommen. So I want you to just tap. Möchtest du einfach klopfst? Mach die Aussage. Just say I release all my emotional attachments. Ich lasse alle meine emotionalen Anhaftungen. Ich lasse alle meine emotionalen Anhaftungen. To the herd. An die Herde los. An die Herde los. And just keep tapping. Und einfach weiter klopfen. And let it process. Und lass den Prozess ablaufen. And notice what comes up. Und beobachte, was hochkommt. Could be a thought, could be a feeling. Könnte ein Gedanke sein, ein Gefühl. A feeling of fear. Yes. Hm. Yeah. Yeah. And how do you experience that fear? Wie erlebst du diese Angst? Ich habe in meinem Kiefergelenk eine Starre. Eine yeah, there's a stiffness, a tension in my jaw. Yes. So just put your attention on that tension. Leg deine Aufmerksamkeit auf diese Empfindung, auf diese Spannung. And simply say, I restore the right energy flow to my jaw. Und sagte, ich stelle den korrekten Energiefluss zu meinem Kiefergelenk wieder her. Ich stelle den korrekten Energiefluss zu meinem Kiefergelenk wieder her. And then we let it do whatever it does. Und dann lassen wir das tun, was es zu tun hat. And just notice what comes next. Und beobachte einfach, was als nächstes kommt. A thought, es geht a feeling. Danke, ein Gefühl. Die Energie geht runter in die Beine. An die Oberschenkel. The energy goes down into the legs, the thighs. Und es ist so ein Gefühl von ich möchte rennen, aber ich kann nicht, weil mich etwas festhält. It's a feeling like I want to run, but I can't because something is holding on to me. Okay. So we use whatever thought or feeling comes next as the next target. Wir nehmen welcher Gedanke oder welches Gefühl auch immer aufkommt als nächstes Ziel. So say I release all my emotional attachments. Sag einfach, ich lasse alle meine emotionalen Anhaftungen los. Ich lasse alle meine emotionalen Anhaftungen los. To wanting to run but being held back. Die Anhaftungen daran laufen zu wollen und es nicht zu können. Die Anhaftungen daran laufen zu wollen, es nicht zu können. Oder zurückgehalten zu werden. Zurückgehalten zu werden, festgehalten zu werden. And keep tapping. Und weiter klopfen. And keep noticing what's happening. Und beobachte, was vor sich geht. And don't try and make it do anything. Und versuch nicht, irgendetwas zu verursachen. Leave it to your unconscious. Überlass es deinem Unterbewusstsein. And notice what happens. Und beobachte, was passiert. Ich habe wahrgenommen, dass von den Oberschenkeln etwas wieder zurück in meinen Kiefer geflossen ist. I've noticed that something has flown, has flown back from my thighs to my jaw, to my jaw joint especially. Yes. Und ich hatte das Gefühl, ich muss brechen. I felt like I had to vomit. Hmm. Yeah, so sometimes when the energy moves, the feelings which are not very comfortable move through our body. Manchmal, wenn die Energie in Bewegung kommt, bewegen sich auch die Gefühle, die nicht so angenehm sind, durch unseren Körper. And the tapping helps to facilitate that processing. Und das Klopfen hilft, diesen Prozess zu unterstützen. And if you keep tapping, the processing continues. Und wenn wir weiter klopfen, dann geht dieser Vorgang auch weiter. So what is that feeling doing now? So was ist jetzt mit diesem Gefühl? Es ist im Bauch so ein, ich weiß nicht, ob es Angstgefühl ist.
ich würde es mal als Angstgefühl benennen. Es ist so eine Unruhe, so eine innere Unruhe. Mm-hmm. So then in the stomach, the belly area, there's something ill-defined. Could be some sort of restlessness, a little bit of anxiety maybe. Mm-hmm. Okay, so just put your attention on that feeling. Gib deine Aufmerksamkeit auf dieses Empfinden. And say, I restore the right energy balance to my stomach. Und sage, ich stelle den richtigen Energiefluss in meinem Bauchbereich wieder her. Ich stelle den richtigen Energiefluss in meinem Bauchbereich wieder her. Ich nehme wahr, dass sich alles in meinem Körper anspannt. I notice that just about everything in my body is getting tense. Yes. So ein okay. Zusammenziehen. Yeah, kind of a contraction. Yes. So when you have the strong feelings, you know that you have tapped into a strong attachment. Yes. Wenn du diese starken Empfindungen bekommst, dann wird klar, dass du an eine starke Anhaftung geraten bist. And just notice if there's a thought associated with this. Stell einfach mal fest, ob da irgendein Gedanke mit in Verbindung steht. Mein Vater, Krieg. My father, war. Mein Vater hat zwei Weltkriege mitgemacht. My father went through two world wars. Er hat nicht viel davon erzählt. He didn't talk about it much. Aber er kam, er hat nur gesagt, er kam mit einer Kriegsverletzung aus dem russischen Gefangenlager zurück. He just said that he returned from the Russian prisoner of war camp with an injury. Und das macht mich traurig. And that makes me sad. Yes. So just say, I release all my emotional attachments. Und sag einfach, ich lasse alle meine emotionalen Anhaftungen los. Ich lasse alle meine emotionalen Anhaftungen los. To what my father had to go through. Die ich habe an das, was, wo mein Vater durchgehen musste, was mein Vater durchleben musste. Das, was mein Vater durchleben musste. Hm. And just keep tapping. Und weiter klopfen. And just let that feeling move or do whatever it does. Lass das, dieses Gefühl sich bewegen oder tun, was immer es tut. And just notice what comes next. Und beobachte einfach, was als nächstes kommt. Could be a memory. Könnte eine Erinnerung sein. Could be a thought. Ein Gedanke. Could be another feeling in the body. Könnte ein anderes Gefühl im Körper sein. Just notice. Einfach bemerken. Es sind, es kommen viele Erinnerungen hoch, die ich mit meinem Vater verbracht habe. A lot of memories connected to my father come up. Yes. Mein Vater ist seit 40 Jahren tot. My father has died 40 years ago. Ja. Yeah. Und es scheint immer noch präsent zu sein. And it still seems to be present. Yes. In fact, there are many things about this that are bringing up those memories. Ja, es gibt hier in der Situation viele Dinge, die diese Erinnerungen zurückbringen. Many people around the world are referring to this as similar to the past. Viele Menschen auf der Welt vergleichen das mit Situationen der Vergangenheit. And I think that's why these attachments are coming up, being triggered. Ich glaube, deswegen kommen diese Anhaftungen hoch und werden ausgelöst. So just notice those memories. Stell einfach diese Erinnerungen fest, nimm sie wahr. And notice whether they're all negative or a mixture. Und schau, ob sie alle negativ sind oder ob es auch eine Mischung ist. Die Erinnerungen, die jetzt vor ein paar Minuten noch einhergegangen sind mit Traurigkeit,
Verzweiflung und Trauer. The memories that a few minutes ago were connected with sadness and grief. Haben sich jetzt verändert in Freude. Have now changed to joy. Dass ich das mit meinem Vater teilen konnte. Joy that I had been able to share that with my father. Aber es ist trotzdem noch eine Traurigkeit da über, und das über weiß ich gar nicht, was es ist. And there's still some sadness about, and I don't really know what it is about. Sure. So just tap and just say this. Klopfe und sag einfach, I restore the right energy flow to this sadness. Ich stelle den richtigen Energiefluss zu dieser Traurigkeit wieder her. Ich stelle den richtigen Energiefluss zu dieser Traurigkeit wieder her. I believe our feelings are meant to move us. Ich glaube, dass unsere Emotionen, unsere Gefühle dazu da sind, uns zu bewegen. And they move through us. Und dass sie durch uns hindurch sich bewegen wollen. And as they move through us, we are moved by what happens in our life. Und wenn sie durch uns hindurch gehen, dann werden wir bewegt, betroffen von dem, was in unserem Leben vorgeht. But some feelings are difficult to feel. Aber manche Gefühle, da ist es schwierig, sie zu fühlen. Die sind schwierig. So they get stuck and we resist those feelings. Und die stecken dann vielleicht fest und wir haben Widerstand dagegen. But until they move, we can't find the other feelings. Und bevor die sich nicht bewegen, können wir die anderen Empfindungen nicht haben. And we lose the other memories. Und dann verlieren wir womöglich die anderen Erinnerungen. And we also lose access to our resources. Und wir verlieren auch den Zugang zu unseren Ressourcen. So this is really a way to help you to be able to say yes to the feelings. Und das ist hier eine Möglichkeit, die Gefühle bejahen zu können. But just try this statement for me. Probier's für mich mal mit folgender Aussage. I release all my emotional attachments. Ich lasse alle meine emotionalen Anhaftungen los. Ich lasse alle meine emotionalen Anhaftungen los. To my situation. An meine Situation. Is the same that my father went through. Also das ist, lasse die Anhaftung los, dass meine Situation die gleiche ist, wie die, durch die mein Vater gehen musste. Dass das die gleiche Situation ist, die gleichen Gefühle, die mein Vater durchgemacht hat. Also ich nehme eine totale Erleichterung wahr. I feel a total relief. Ja. And how do you notice that? Und wie bemerkst du das? Weil dieses diese Anspannung, dieses Zusammenziehen im ganzen Körper ist weg. Es hat sich ausgedehnt. This tension in the body, in the entire body, has gone. What about the jaw? Was ist mit dem Kieferbereich? Das ist weg. It's gone. Okay. Well, let's just try a little bit more. Versuchen wir noch ein bisschen mehr. Just say I restore the right energy flow to my jaw. Sag einfach, ich stelle den korrekten Energiefluss zu meinem Kieferbereich wieder her, oder im Kiefergelenk, was dein Wort war. Ich stelle den richtigen Energiefluss in meinem Kiefergelenk wieder her. And my throat. Und zu meinem Hals. Und meinem Hals. And my chest. Und zu meinem Brustkorb. And my heart. Und zu meinem Herzen. Und zu meinem Herzen. Ich atme freier. I breathe more freely. Und die Erinnerung an meinen Vater mit all den Situationen.
and the memory of my father with all of those situations, die ich mir jetzt noch mal herhole, that I am revisiting now, sind zwar da, they are still there, aber sie haben keine auslösende Gefühle mehr wie Traurigkeit oder Verzweiflung. They no longer trigger emotions like despair or anything. Okay. Well, so far so good, said the man who was falling from the 20th floor as he went past the 10th floor. So weit, so gut, sagte der Mann, der aus dem 20. Stock fiel und beim 10. Stock angekommen war. But of course, there are many memories. Natürlich gibt's viele Erinnerungen. And as you know, sometimes there are other memories that will continue to process. Und natürlich, wie du weißt, werden andere Erinnerungen kommen, die noch weiter verarbeitet werden. So I especially recommend doing lots of tapping in the next 24 hours. Yeah. Ich empfehle also, während der nächsten 24 Stunden noch viel zu klopfen. But we will pause here. Yeah. Wir machen hier aber eine Pause. And thank you so much. Danke. And thank you. And dankeschön and thank you. I don't know what we would have done if we didn't have a volunteer. Ich weiß nicht, was wir gemacht hätten ohne Freiwillige. So I'm going to move you back to being a participant. Yes. Ich gebe dich zurück in den Teilnehmerkreis. And we'll be in touch. Und wir bleiben in Kontakt. And I would love if you would write me about what happens with the further processing. Yes. Es würde mich freuen, wenn du mir schreibst, was mit dem Prozess weiter geschieht. Thank you, Kirsten. Dankeschön. Danke, Kirsten. Okay. So we have a few more minutes. And, wir haben noch ein paar Minuten. If there are comments or questions, yes, there's one from Dominique. Dominique is saying, thanks a lot, Kirsten. It helped me a lot, like her personally. Can you read that in German as well for the recording? Herzlichen Dank, Kirsten. Es hat mir sehr geholfen. Yeah. We find when we do tapping that if we tap when someone else is being coached, that we get benefits as well. Eine Erkenntnis, die wir hatten, ist die, dass wenn wir klopfen, während jemand anders in dem Prozess geleitet wird, dass das auch uns selber, also denjenigen, die nicht direkt im Prozess beteiligt sind, hilft. Gary Craig called this borrowing benefits. Gary Craig nannte das borrowing benefits, also den Nutzen zu leihen, auszuleihen. And when we have a group, und wenn wir in einer Gruppe arbeiten, many people in the group find that they get benefits on their own issues. Da finden viele Leute im Teilnehmerkreis, dass sie einen Nutzen aus den Prozessen der anderen ziehen. That's why it's good to keep on tapping. Darum ist es sehr gut, einfach weiter zu klopfen. So if you have forgotten or you stop tapping, keep doing it. Wenn du es vergessen hast oder aufgehört hast zu klopfen, mach weiter. Okay, so again, if there are any questions, please put them in the chat. Und nochmal, wenn es Fragen gibt, schreibt sie bitte in den Chat. But I'm going to return to my slides and then we'll pick anything up as it comes. Aber ich gehe zurück in die Präsentation und wir nehmen dann das auf, was noch kommt. So if it's... Oh, yes? Yeah, let me see. Manuela is saying... for her, it was important, the sentence, the same situation that my father had to go through. Thank you. So für mich war der Satz wichtig, die gleiche Situation, die mein Vater durchgemacht hat. Danke. Yes, this is very common for all of us. Ja, das ist für uns alle eine Sache. Das haben wir viel gemeinsam. And in fact, we can carry problems from the past because we assume that the world we're in now is the same. Und wir haben auch häufig die Probleme der Vergangenheit, weil wir annehmen, dass die Welt immer noch dieselbe ist. And then we bring the feelings from the past into the present. Und dann bringen wir diese Gefühle der Vergangenheit mit in die Gegenwart. And we aren't able to respond to the unique things that happen now. Und wir sind dadurch viel schlechter oder gar nicht in der Lage, mit den Dingen, die sich jetzt präsentieren, umzugehen. So it's very helpful to use this process on releasing your attachments to the past.
Und es ist sehr hilfreich, diesen Prozess anzuwenden, um die Anhaftungen an die Vergangenheit loszulassen. It's also helpful to use it on your projections of what might happen in the future. Und es ist auch hilfreich, das auf das zu verwenden, was du für die Zukunft vorhersiehst, was du projizierst. And a lot of anxiety that's being experienced now is because people are imagining bad things happening. Und viel der Ängstlichkeit, der Ängste, die es jetzt gibt, hängen damit zusammen, dass Leute sich vorstellen, was Schlimmes passieren wird. Because when we see bad things happening for others, it's easy to imagine that happening to us. Denn wenn wir sehen, wie anderen etwas Schlimmes passiert, ist es sehr leicht, in die Vorstellung zu kommen, dass das auch uns selber passiert. So if this is the first time you have seen this process, wenn es das erste Mal war, dass du diesen Prozess so gesehen hast, I really encourage you to take away these simple statements. Dann empfehle ich dir sehr, diese einfachen Aussagen, Absichtserklärungen dir zu merken. And the simple process of stimulating, gently tapping on acupressure points. Und der einfache Vorgang, sanft auf diese Akupressurpunkte zu klopfen. Even if you do it badly, because you forget half the points. Selbst wenn du es schlecht machst, weil du die Hälfte der Punkte vergessen haben solltest. I think you will be surprised how much this can help. Da glaube ich, dass du doch überrascht sein wirst, wie sehr dir das helfen kann. So let me just very quickly give you some specific assistance in regard to anxiety. Lasst mir euch noch einige spezifische Empfehlungen geben für den Umgang mit Ängsten und Ängstlichkeiten. And I think there's another thing in the chat, is that right? Kam da noch was im Chat? Ja. Yeah. So Manuela is saying, my thought is, I don't use time enough to do the things that I would like to do. Ich nutze die Zeit nicht genug, um die Dinge zu tun, die ich tun möchte. Yes. So in this case, this is usually a judgment about yourself. Das ist üblicherweise ein Urteil, das man über sich selber fällt. So you could simply put that statement that you said right here into the intention statement. Und du könntest einfach diese Aussage, die du hier formuliert hast, in die Intentionsformulierungen einbeziehen. I release all my emotional attachments to I don't use time. Ich lasse alle meine emotionalen Anhaftungen los an die Tatsache, dass ich meine Zeit nicht richtig nutze. Or I don't have enough time. Oder dass ich nicht genug Zeit habe. Or I should be using the time I have much better. Oder dass ich die Zeit, die mir zur Verfügung steht, dass ich die besser nutzen sollte. It's very common that people in this experience are not all doing as much as they would have done before. Ja, es ist ein sehr verbreiteter Eindruck von Leuten, dass sie in dieser Zeit nicht all das tun, was sie tun sollten oder könnten. And the reason is because of a lot of energy and emotion is caught up in processing what's happening. Und das liegt unter anderem daran, dass sehr viel Energie darin steckt, dass wir einfach die Situation verarbeiten müssen. So it's important to be kind to yourself. Es ist also wichtig, sich selber gegenüber nachsichtig gütig zu sein. And I like to apply the intention tapping to the should beliefs and the should not beliefs. Und ich benutze das Intention Tapping sehr gerne auf diese Glaubenssätze von ich sollte oder ich sollte nicht oder ich darf nicht und derlei. So you could try tapping and say, I release all my emotional attachments to what I should be doing. Und so kannst du klopfen, ich lasse alle meine emotionalen Anhaftungen an das, was ich tun sollte, los. And I release all my emotional attachments to what I should not be doing. Und ich lasse alle meine emotionalen Anhaftungen an das los, was ich nicht tun sollte. Very common to have a big relief from this. Es ist sehr verbreitet, dass das eine große Erleichterung bringt. Okay, so we don't have very long, but let me see if we can go through this information quickly. So, wir haben nicht mehr lange, aber schauen wir, dass wir schnell noch durch die verbleibende Information gehen. What makes us anxious is the past experiences where we learn to link threats to certain situations and triggers. Was uns häufig Ängste verursacht, ist, dass wir alte Erfahrungen, aus denen wir etwas gezogen haben, gelernt haben, in neue bestimmte Situationen hineintragen. And that our mind very easily projects negative scenarios. Und auch, dass unser Geist, unser Verstand sehr leicht negative Szenarien in die Zukunft hineinprojiziert.
Maxwell Maltz said, your brain and your nervous system can't tell the difference between something you vividly imagine and something you actually experience. Maxwell Maltz hat gesagt, dass das Gehirn, das Nervensystem nicht zwischen dem unterscheiden kann, was man sich lebhaft vorstellt und dem, was man tatsächlich erlebt. So much anxiety is caused when you imagine yourself getting sick. Viele Ängste entstehen einfach dadurch, dass man sich vorstellt, man werde krank. Or maybe you imagine someone you love getting sick and dying. Oder man stellt sich vor, dass jemand, den man mag, den man liebt, krank wird und stirbt. These are the sorts of things that people have told me. Das ist das, was die Leute mir gesagt haben. So these projections and fantasies are what we apply the intention tapping to. Auf solche Projektionen und Fantasien wenden wir das Intention Tapping an. I release all my emotional attachments to this projection that I will catch the virus. Ich lasse alle meine emotionalen Bindungen an diese Projektion los, dass ich mir den Virus einfangen werde. I release all my emotional attachments to the fantasy that I will get sick and suffer and die. Ich lasse alle meine emotionalen Bindungen an die Fantasie los, dass ich krank werde, leide und sterbe. Now, again, we are not denying realities here. Es geht hier nicht darum, dass wir irgendwelche Realitäten verleugnen. But until you die, you're not dead yet. Aber bis du stirbst, bist du noch nicht tot. So anytime you are imagining death, you are denying reality. Denn immer wenn du dir das Sterben, den Tod vorstellst, dann negierst du die Realität. And until you release the attachments to those thoughts, you can't deal with the real life. Und solange du die Anhaftungen an solche Gedanken nicht loslässt, kannst du schlecht oder gar nicht mit dem tatsächlichen Leben umgehen. And when you release those attachments, you find that life is actually a lot kinder than your thoughts make it. Und wenn du diese Anhaftungen loslässt, wirst du sicherlich feststellen, dass das Leben sehr viel gütiger ist als das, was du dir vorstellst. So let me give you some tapping tips to take away for dealing with anxiety. Hier noch ein paar Empfehlungen dafür, wie man mit Angstzuständen umgehen kann. If you are, you notice that you're feeling anxious, you can just start tapping on the points. Wenn du merkst, dass du ängstlich oder Angst besetzt wirst, kannst du anfangen, auf die Punkte zu klopfen. Christine, I see you have something you want to put in. Is it a comment? Kerstin wanted to clarify that Bindungen, the German word Bindungen, is the same as attachments, same as Anhaftungen. So in case people get confused. Also Bindung und Anhaftung ist das Gleiche. Ihr könnt auch das Wort Anhaftung benutzen. Okay. Yeah, these are issues of translation sometimes. Yeah, das sind manchmal so die Dinge, die beim Übersetzen so vorkommen. Hmm. Okay, so number one, you can tap for first aid whenever you notice that you're stressed and anxious. Man kann das Klopfen schon als erste Hilfe benutzen. You can focus on what triggers your anxiety and do the tapping. Du kannst dich auf das fokussieren, was die Ängste auslöst und dann klopfen. So for example, watching the news. Zum Beispiel, wenn du Nachrichten schaust. If you are watching the news, you could be tapping on these points. Wenn du die Nachrichten schaust, könntest du die Punkte klopfen. And if you want to be very discreet with your tapping, you can just touch or tap the finger points using the thumb of the same hand. Und wenn du das sehr diskret machen willst, dann kannst du einfach auf die Punkte an den Fingern klopfen, auch mit einer Hand. You can graft or attach the tapping to wherever the anxiety happens. Du kannst das Klopfen an die Stelle transplantieren, wo das Problem auftritt. So if you notice that, for example, you get anxious after scrolling through social media. Wenn du zum Beispiel feststellst, dass du in Angst kommst, wenn du durch die Social Media gescrollt hast. You can tap with one hand while scrolling with the other hand. Dann kannst du mit einer Hand klopfen, während du mit der anderen Hand das Scrolling machst. Of course, I notice a lot of people get very upset at other people in this situation. Und ich habe festgestellt, dass eine Menge Leute unruhig, aufgeregt, gestresst werden, wenn sie andere Leute in der Situation sehen. So you can release your emotional attachments to what other people are putting in their social media. Und dann kannst du deine emotionale Anhaftung an das loslassen, was andere Menschen in die Social Media stellen. Then notice what you are projecting and release your attachments to this and tap. Dann stell fest, was du projizierst, wo du deine Fantasie in die Zukunft gehen lässt und klopfe darauf.
And if you just tap on the points every day for each time you think of it, 5 minutes here, 10 minutes there, maybe an hour over the day. Und wenn du über den Tag verteilt immer wieder mal klopfst, ein paar Minuten hier, 10 Minuten da, dann kommst du vielleicht auf eine Stunde klopfen am Tag. You will find that you tune and tone your energy such that your stress comes down and your good life energy comes up. Wirst du feststellen, dass du diese Energiebalance fein austarierst und dass du mehr Energie zur Verfügung hast. Okay, did you have something else, Christine? It was just Manuela said before, thanks a lot. It was great. And also now Linda was saying this attachment, you can also say Verhaftung mit. It's another expression that you can use in German. So okay. Anhaftung, Bindung oder Verhaftung mit, whatever you prefer. Yeah. Also, can you translate that the other way as well? Ja, also ihr könnt diese Begriffe austauschen, sodass sie für euch passen. Also ihr könnt Bindung nehmen, ihr könnt Anhaftung nehmen oder auch, Linda hat noch vorgeschlagen, Verhaftung mit. Also wenn man etwas verhaftet ist. Okay. Genau. Now, if you want to know more, you may know that we are running an intention tapping workshop in German and English. Wenn ihr noch mehr lernen wissen wollt, vielleicht wisst ihr schon, dass wir einen Workshop durchführen werden, Englisch mit Übersetzung ins Deutsche. This is for yourself and also if you wish to use it with other people as well. Das ist für die Eigenanwendung oder auch für die, die es mit anderen anwenden wollen. We were going to be live in Frankfurt. Wir wollten es live in Frankfurt durchführen. Now we're going to be live online. Jetzt machen wir das live online. And instead of doing it over a weekend, we're doing it over 3 days. Und statt es an einem Wochenende zu machen, geht's über 3 Tage. Because we found that online works really good with smaller time and a few more times. Wir haben nämlich festgestellt, dass es online besser funktioniert, wenn wir kürzere Abschnitte etwas häufiger haben. So the dates are the 27th and 28th of June and the 11th of July. Daten sind 27. und 28. Juni, Juno und der 11. Juli, Juli. 9 a.m. to 1 p.m. on each of those days. Jeweils von 9 bis 13 Uhr. And there are two websites. The first one is in German. Und es gibt zwei Internetseiten dazu. Die erste, die hier gezeigt wird, ist auf Deutsch. And the second one is in English. Die zweite ist auf Englisch. But also, if you go to the eftdownunder.com webpage, there's also a link to the German webpage. Wenn ihr auf die englische Seite geht, eftdownunder.com, dann gibt es dort auch einen Link zu der deutschen Seite. So if you're able to copy that down, we'll also send this out to people who we've connected with. Ja, ich könnte das hier abfotografieren oder aufschreiben. Aber wir schicken auch E-Mail raus. And if you're watching this on YouTube, that will be in the information under the video. Wenn ihr das auf YouTube anschaut, gibt's die Information unterhalb des Videos. Okay, so I realize we've run out of time. Ich stelle gerade fest, dass unsere Zeit um ist. But I want to finish with a couple of important thoughts. Ich will aber mit einigen wichtigen Gedanken schließen. It's normal during a time like this to question your values. Es ist sehr normal, sehr üblich, in solchen Zeiten die eigenen Werte in Frage zu stellen. To ask, what is really most important to me? Sich zu fragen, was ist mir wirklich am wichtigsten? And what really matters? Und was zählt denn wirklich? And of course, as you can see, it's my family. Und ihr seht hier natürlich, dass es meine Familie ist. Yes, they are as crazy as me. Ja, die sind genauso verrückt wie ich. But if you focus on values, then this is different to goals. Aber wenn ihr euch auf Werte fokussiert, dann ist das anders, als wenn ihr auf Ziele schaut. Some goals you can't achieve because of the restrictions. Manche Ziele könnt ihr wegen der Einschränkungen nicht erreichen. But if you come back to your values, you can always live your values. Aber wenn ihr zurückgeht auf eure Werte, die könnt ihr immer leben. If connection is important to you, wenn Verbindung, Kontakt für euch wichtig ist, you can find ways to connect. Dann gibt es Wege, sich in Verbindung zu setzen. If love is important to you, you can find ways to love. Wenn Liebe für euch ein wichtiger Wert ist, es gibt Möglichkeiten zu lieben. If adventure is important to you, you can find ways to make adventures.
Wenn Abenteuer für euch wichtig ist, dann könnt ihr Wege finden, wie ihr Abenteuer haben könnt. I'm sure you've seen some of the crazy videos of what people have been doing in their own homes. Ich bin mir sicher, dass ihr ein paar Videos gesehen habt von den Leuten, die verrückte Sachen zu Hause machen. And also I want to leave you with a quote of my friend David Lake. Ich möchte zum Abschluss noch ein Zitat von meinem Freund David Lake zeigen. No fighting in the lifeboat. Kämpft nicht im Rettungsboot. We are all in this together. Wir sind alle in demselben Boot. And if we're going to come through, we have to come through together. Und wenn wir da hindurchkommen sollen, dann müssen wir gemeinsam hindurchkommen. And if you can translate the statement there on the screen into German. Ja, die Unterschrift zu dem Bild heißt: Entspannt euch, Leute, wir sind doch erst 183 Tage auf See. It hasn't been that long yet, but we don't know how long it's really going to be. So lang war es jetzt noch nicht, aber wir haben keine Ahnung, wie lange es noch dauern wird. So if you've stayed with us and you want more information, the shortcut to the my website is here. Wenn ihr noch mehr Informationen wollt, hier ist die Adresse meiner Website. Also want to mention the website of the EFT Association for Germany, Austria and Switzerland. Und auch hier die Adresse für den Verband für Klopferkooperation in Deutschland, Österreich und Schweiz. Kirsten has also translated some of my articles on that website. Kerstin hat auf der Website auch einige meiner Artikel übersetzt. And I believe information about our workshop is there as well. Und ich glaube, dort gibt es auch Informationen zum Workshop. But thank you very much. Vielen, vielen Dank. For being part of this. Dass ihr hier teilgenommen habt. And really appreciate those of you who have been able to attend live. Ich danke denen, ich wertschätze all diejenigen, die live dabei gewesen sind. And if you are watching this on the recording. Und wenn ihr die Aufzeichnung davon anschaut. Just give this process a go. Probiert diesen Vorgang einfach mal aus. Try out the intention statements. Probiert diese Intentionsformulierungen aus. They seem like diese Absichtserklärungen. Es hat den Eindruck, als seien es nur Worte. But these are really commands to your unconscious. Aber das sind tatsächlich Anweisungen, Kommandos fürs Unterbewusstsein. So, and let me say a big thank you to Christine. Ein ganz herzliches Dankeschön an Christine. And to Detlef especially, who had to work twice as hard as me. Detlef, der zweimal so hart arbeiten musste wie ich. And also to Kirsten for being our volunteer. Und auch an Kerstin, danke dafür, dass sie sich freiwillig gemeldet hat. And helping with the translation. Und auch mit der Übersetzung geholfen hat. And we will hope to see you online. Und wir hoffen, euch online wiederzusehen. Or even face to face next time I'm able to get over to Germany. Und vielleicht auch wirklich von Angesicht zu Angesicht, wenn ich wieder mal nach Deutschland kommen kann. Farewell for now. There's two more things in the chat. Sure. Yeah, one. Manuela is saying she'd happily join the workshop. And then we have Linda saying, thanks a lot, that was really useful. And Kerstin, thank you all. Manuela, have a nice time. And also Ute is saying, thank you all, good webinar. Also, Dank und ja, genau, Manuela hat gesagt, sie ist gern beim Workshop dabei. Und ansonsten kommen da noch viele Dankeschöns rein, sehr hilfreich und eine schöne Zeit an alle. All right, thank you all. Dankeschön an alle.